Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Kinoabend in unserem Kino gegen Austerität. Ich darf euch im Namen der Kampagne International Solidarisch Schluss mit Austerität ganz herzlich begrüßen. Ich bin Elias, neben mir sitzt Rolf Becker. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten, heute die Einleitung zu dem Film zu machen. Wir schauen Mutter Courage und ihre Kinder. Kurz vorweg zwei organisatorische Hinweise. Also wer noch auf Toilette gehen möchte, im Gang links, rechts. Und hier vorne gibt es Getränke und Snacks. Wir freuen uns sehr über Spenden. Wir machen dieses Kino jetzt seit ungefähr 4 Jahren in quasi Eigenregie. Haben das auch in der Corona-Zeit hinbekommen, das machen zu können. Und es ist immer ein bisschen arbeitsintensiv und eben auch materiell nicht ganz selbstverständlich. Insofern, wenn ihr etwas übrig habt, lasst es gerne in einer der Boxen da. Wir machen dieses Kino speziell auch dafür, das Bewusstsein zu schaffen und möglicherweise auch zu erweitern dafür, wie positive gesellschaftliche Umwälzungen eigentlich hervorzubringen sind. Wir setzen uns deswegen speziell mit allen möglichen Arten progressiver Kämpfe weltweit auseinander und haben uns jetzt in jüngerer Vergangenheit insbesondere natürlich mit dem Kriegsgeschehen und der filmischen Verarbeitung dessen auch auseinandergesetzt, und dieses Stück Mutter Courage bildet in gewisser Weise den Höhepunkt in dieser Reihe. Die Inszenierung ist selbst eine besondere. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Rolf dazu auch noch was sagen wird. Sie ist in der DDR entstanden, 1961, nach den Voraufzeichnungen Brechts, wie dieses Stück zu inszenieren sei, unter Mitwirkung unter anderem von Helene Weigel und Ernst Busch. Ich habe nur kurz vorweg ein Zitat, was ich gerne vorlesen möchte, von einem französischen Theoretiker und Kritiker, der also in 1954 nach der Erstaufführung in Paris von der ungeheuren Wirkung dieses Stückes sehr beeindruckt war und dazu etwas geschrieben hat, wie vielleicht dieses Stück zu sehen und auch zu reflektieren ist. Das will ich kurz vorwegstellen. Der Kollege heißt Roland Barthes. Das zentrale Anliegen von Mutter Courage ist die radikale Unproduktivität des Krieges, seine merkantilen Ursachen. Das Problem besteht keineswegs darin, wieder einmal die intellektuelle oder sentimentale Zustimmung des Zuschauers zu dieser Binsenweisheit zu erreichen. Es besteht nicht darin, ihn genüsslich in ein romantisch gefärbtes Leiden am Verhängnis zu führen, sondern ganz im Gegenteil darin, dieses Verhängnis aus dem Publikum heraus auf die Bühne zu tragen, es dort festzumachen und ihm die Distanz eines aufbereiteten Objekts zu verleihen, um es zu demystifizieren und endlich dem Publikum auszuliefern. In Mutter Courage ist das Verhängnis auf der Bühne, die Freiheit im Saal. Und die Rolle der Dramaturgie besteht darin, eines vom anderen zu trennen. Mutter Courage ist in der Fatalität verhaftet. Sie glaubt, der Krieg sei unvermeidlich, für ihr Geschäft, für ihr Leben notwendig. Sie stellt ihn nicht einmal in Frage. Doch das wird vor und hingestellt und geschieht außerhalb von uns. Und in dem Moment, in dem uns dieser Abstand geschenkt wird, sehen wir, wissen wir, dass der Krieg kein Verhängnis ist. Wir wissen es nicht durch eine Wahrsagerei oder eine Demonstration, sondern durch eine tiefe körperliche Evidenz, die aus der Konfrontation des Schauenden mit dem Angeschauten entsteht und in der die konstitutive Funktion des Theaters liegt. Neben mir sitzt Rolf Becker, den ich jetzt insofern begrüßen möchte, als dass er, glaube ich, als Schauspieler, Gewerkschaftsaktivist, Friedenskämpfer, Antifaschist, Internationalist bekannt ist, aber, wenn ich wahrscheinlich so sagen darf, auch als großer Freund und Kenner Brechts und seiner Theaterkonzeption. Und ich glaube, es ist
eine sehr großartige Gelegenheit, von dir einleitende Worte zu diesem Stück hören zu dürfen. Dank für die Begrüßung, Dank für Ihr, Dank für Euer Kommen, Dank an die Kollegen, die geholfen haben, das hier einzurichten, auch akustisch und lichtmäßig. Eine organisatorische Anmerkung vorab, der Hinweis mit dem WC ist sehr ernst zu nehmen, weil wir verwenden ja die kürzere Fassung von Manfred Wegwerk und Peter Palitzsch, die ist immer noch knapp über 2,5 Stunden. Die Langfassung, wo die Bühnenaufführung abfotografierte, einige Jahre vorher gemacht, ich glaube 1957, die ist 3-stündig. Aber wie gesagt, stellt euch auf 2,5 Stunden ein und eventuell vorm Film nochmal rausgehen, um nichts zu verpassen. Zum Film selber, zu meinem Verhältnis dazu. Ich glaube, ich war jünger als alle hier im Saal, als ich die Aufführung zum ersten Mal gesehen habe. Das war 1946, 56 im Oktober, 3 Monate nach dem Tod von Bertolt Brecht. Da war, wenn man reinging, ins Berliner Ensemble hinten zum Bühneneingang, stand in einem Eisengestell eine ungefähr 1 Quadratmeter große Metallplatte und auf der mit roter Seide bespannt stand dann ein kleiner Zettel, rausgerissen von bei Brecht oder gefunden, dass das jemandem rübergelegt hat. Es stand nichts sonst dazu, zu leben, Tod oder sonst eine Zeile, nur sein freundlich sein. Das war der erste Eindruck, dazu gleich mehr. Die Fassung stützt sich, abweichend von der Mehrzahl aller Theaterproduktionen heute, auch vieler Filme, aber vor allen Dingen der Theaterproduktionen, stützt sich sehr präzise auf den Zeitraum des Dreißigjährigen Krieges, auf den ja die Geschichte der Courage zurückgeht. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648. Der Ausschnitt, den Brecht wählt, ist deutlich kürzer, 1624 bis 1636, mit präziser Angabe der jeweiligen Orte und Schauplätze. Ihr werdet im Film gleich auch sehen, dass vorab bei jedem Bild kurz genannt wird, der Ort. Ich weiß nicht, ob die Jahreszahl, aber der Ort, ja. Und es wird vorher genannt in wenigen Zeilen, was im Bild geschieht. Ein Teil des epischen Theaters, um die Zuschauer zu hindern, daran sozusagen einer Illusionsbühne aufzusitzen, sondern vorher zu wissen, das geschieht in der folgenden Szene, und die Frage zu stellen, warum und wie. Das heißt, man setzt sich auseinander, statt sich zurückzulehnen, zu genießen, traurig zu sein oder fröhlich oder je nachdem. Kurz ein paar Angaben zu den Daten, was ich eben gesagt habe vom Dreißigjährigen Krieg. 1624 fängt Anna Vierling, der ursprüngliche Name, der auch im Stück mal genannt wird, Anna Vierling als Mutter Courage dann nur noch betitelt mit ihrem Marketenderwagen und ihren 3 Kindern einem finnischen Regiment nach. 1625 und 26 ist sie im Tross des schwedischen Heeres. Da hat sie zum ersten Mal die Seiten gewechselt, so wie sie später, als es sich als günstig erweist, ebenfalls die Konfession wechselt. Das heißt, sie wechselt von den Evangelien zurück zu den Katholiken. Das macht ihr überhaupt nichts aus, die Hauptsache, das Geschäft läuft. Dann vergehen 2 Jahre, sie hat mit ihrem Wagen Polen, Bayern, Italien sogar durchquert.
1631 ist sie dabei, als Tilly bei Magdeburg siegt. Und sie steht während dieser Kämpfe in einem zerschossenen Dorf und verkauft Schnaps. Unbedingt notwendig, das konnte auch jeder Soldat nach 45 bestätigen. Da gab einen Kollegen hier am Schauspielhaus, der leider längst gestorben ist, der gesagt hat, wenn wir einen Sturmangriff gemacht haben, wenn Leute von uns Ritterkreuzträger geworden sind, dann nur, weil sie total besoffen waren. Nein, weil sonst hält man es nicht aus. Dann Ingolstadt, da wohnt sie dem Begräbnis des Feldhauptmanns Tilly bei, bewirtet wieder Soldaten und befürchtet, wie auch wiederholt im Stück, dass der Krieg bald zu Ende sein könnte. Sie ist auf den Krieg angewiesen, um Geschäfte zu machen. Im Herbst 34, dann bin ich auch mit dem Durchblättern fertig, versuchen sie noch im Fichtelgebirge, wieder neuer Schauplatz, etwas Essbares zu erbetteln. 35 zieht sie alleine mit ihrer Tochter, zwei der Kinder sind inzwischen tot, im rechten Sinne des epischen Theaters, sage ich das auch ruhig vorher an, mit ihrer Tochter über die Landstraßen, bis auch die das Leben verliert und sie in der letzten Einstellung alleine ihren Wagen zieht. Ein paar Anmerkungen und Zitate. Der Feldprediger behauptet, in diesem Krieg zu fallen sei eine Gnade, weil es doch ein Glaubenskrieg sei. Antwort vom Koch: Der Krieg unterscheide sich in keinerlei Hinsicht von anderen Kriegen. Er bedeute Tod, Armut und Unheil für die betroffene Bevölkerung und Gewinn für die Herren, die den Krieg zu ihrem Nutzen führen. Zitat des Feldpredigers, Sie werden es nachher hören, aber ich weise schon mal darauf hin, weil da greift Brecht mit einer Bemerkung mal zurück auf die Nazizeit und den von ihm befürchteten Zweiten Weltkrieg. Wir stehen an der Schwelle des Dritten. Da sagt der Feldprediger, Sie haben mich noch nicht predigen hören. Ich kann ein Regiment nur mit einer Ansprache so in Stimmung versetzen, dass es den Feind ansieht wie eine Hammelherde. Ihr Leben ist ihnen wie ein alter, verstunkener Fußlappen, den sie wegwerfen in Gedanken, jetzt kommt das Wort, an den Endsieg Goebbels. Gott hat mir, Prediger, wieder die Gabe der Sprachgewalt verliehen. Und von Mutter Courage noch ein Zitat, ich lasse mir von euch den Krieg nicht madig machen. Kurz dazu, wie ich überhaupt so früh, 56, ich war 20 Jahre alt, ich war 20 Jahre gerade geworden, 56 ins Berliner Ensemble kam, um mir die Aufführung anzusehen. Wenige Monate bevor ich hinfuhr, gastierte das Berliner Ensemble mit Pauken und Trompeten, einem Stück von Farah, das ist mehr oder weniger untergegangen heute, also sogar ein mittelalterliches oder ein Stück aus dem 18., 19. Jahrhundert, ich bin mir unsicher jetzt, gastierten in den Münchner Kammerspielen. Und ich hatte sowas an Theater noch nicht gesehen, obwohl wir ja in München auch mit den Kortner-Inszenierungen keineswegs schlechtes Theater damals sahen. Was mich daran störte und ärgerte, war das Ausweichen vor allen gesellschaftlichen Verhältnissen und Konflikten. Und plötzlich war eine Aufführung da, in der all das geschah, vor dem man sich scheute. Dazu Pappkulissen, aber dann ging jemand an die Pappkulisse und griff in die Pappkulisse und holte aber ein Buch zum Blättern raus. Also auch da sozusagen die Dekoration als Dekoration gezeigt und so. Ich ging nachher zum Ensemble rüber und dann kam Wolf Kaiser dazu. Auf den kommt Brecht gleich noch zu sprechen. Wolf Kaiser ist bekannt geworden
bei der sogenannten Wende 1989, weil er sich da aus seiner Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße aus dem 9. Stock aufs Pflaster gestürzt hat, weil die DDR zu Ende war. Kaiser sprach mich an und lud mich ein und sagte, komm rüber zum BE, wenn du Aufführungen sehen willst, komm in die Kantine, frag nach mir und dann besorge ich dir irgendwo einen Platz. Das passierte dann im Oktober mit dem Brecht-Plakat draußen, als er gestorben war. Und ich hatte gehofft, ihn noch kennenzulernen, war nicht so. Und das Theater war restlos ausverkauft am Schiffbauerdamm. Und dann holte er einen Hocker und sagte, hier setz dich beim Inspizienten hin, aber pass auf, dass sich möglichst die Weigel nicht sieht. Ich sage, ja, ich pass auf. Die Weigel trat auf, ihr Hauptleut, lasst die Trommel rühren und so weiter, ihr hört es ja gleich, und zog ihre Runden mit allen drei Kindern noch und merkte, da sitzt jemand, und ich merkte auch, dass sie mich bemerkt hatte. Das Bild war zu Ende und auf einmal, ich guckte zu dem Umbau und dem Wechsel ins zweite Bild, griff an den Arm, kommen Sie mit. Ich dachte so, das geht jetzt in Richtung Bühnenausgang. Das Gegenteil war der Fall. Sie führte mich über die Bühne, übers Proszenium und sagte hier in der ersten Reihe, da sind noch zwei Plätze frei. Nehmen Sie Platz, wir sprechen uns nach der Vorstellung. Das wäre in den Münchner Kammerspielen oder im Residenztheater in München in keinem westdeutschen Theater passiert, dass ein Theaterleiter kommt und sagt, da sind noch zwei Plätze während der Aufführung, ne? Und sagt, nehmen Sie Platz. Es wurde später dann gelästert, das hat sie ja gemacht, um der Show willen, beziehungsweise um dich zu gewinnen als Freund des BE. Letzteres ist hier gelungen. Bertolt Brecht noch kurz, das schreibt er an den Wolf Kaiser, den ich eben erwähnt habe. Es ist so besser zu hören, ich merke, Sie haben Probleme, genauso wie ich höre auch schlecht. Geht's jetzt besser? Alles klar. Bertolt Brecht, wenn er vom Stückeschreiber redet, meint er sich selber. In dem vorliegenden Stück ist dargestellt, dass die Courage aus den sie betreffenden Katastrophen nichts lernt. Das Stück ist 1938 geschrieben, ich korrigiere, konzipiert. Er selber schreibt es falsch. Er hat es angefangen zu schreiben in Svendborg 1939. Es ist geschrieben, als der Stückeschreiber, schreibt er über sich selber, einen großen Krieg voraussah. Er war nicht überzeugt, dass die Menschen an und für sich aus dem Unglück, das sie seiner Ansicht nach betreffen musste, etwas lernen würden. Lieber Wolf Kaiser, gerade Sie werden bestätigen, dass der Stückeschreiber da ein Realist war. Wenn jedoch die Courage weiter nichts lernt, das Publikum kann meiner Ansicht nach dennoch etwas lernen, indem er sie betrachtet. Ich stimme Ihnen darin absolut zu, dass die Frage, was für ein Kunstmittel gewählt werden müsse, nur die Frage sein darf, wie wir Stückeschreiber unser Publikum sozial aktivieren. Da schreibt er selber in Klammern dazu, in Schwung bringen können. Alle nur denkbaren Kunstmittel, die dazu verhelfen, sollten wir, ob alte oder neue, zu diesem Zweck erproben. Und über Theater, das epische Theater bekämpft nicht die Emotionen, sondern untersucht sie und macht nicht Halt bei ihrer Erzeugung. Der Trennung von Vernunft und Gefühl macht sich das durchschnittliche, das bürgerliche Theater schuldig, indem es die Vernunft praktisch ausmerzt. Seine Verfechter schreien beim geringsten Versuch, etwas Vernunft in die Theaterpraxis zu bringen. Schreien, man wolle damit die Gefühle ausrotten.
Das epische Theater ist hauptsächlich interessiert am Verhalten der Menschen zueinander, wo es sozialhistorisch bedeutend ist. Es arbeitet Szenen heraus, in denen sich Menschen so verhalten, dass die sozialen Gesetze, unter denen sie stehen und leiden, sichtbar werden. Das menschliche Verhalten wird als veränderlich gezeigt. Der Mensch als abhängig von gewissen ökonomisch-politischen Verhältnissen, aber zugleich als fähig, sie zu verändern. Und 1954 notiert Brecht davon, dass die Courage nichts lernt aus ihrem Elend, dass sie nicht wenigstens am Schluss begreift. Davon war viel die Rede. Wenige nur begriffen, dass gerade dies die bitterste und verhängnisvollste Lehre des Stückes war. Das Unglück allein ist ein schlechter Lehrer. Was eine Aufführung der Courage hauptsächlich zeigen soll, dass die großen Geschäfte in den Kriegen nicht von den kleinen Leuten gemacht werden, dass der Krieg eine Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln ist, die menschlichen Tugenden tödlich macht, auch für ihre Besitzer, dass für die Bekämpfung des Krieges, den Satz sollten wir mitnehmen, kein Opfer zu groß ist. Noch kurz, braucht keine langen Zitate mehr sein. Die Courage sei vernünftig, der Krieg geht noch ein bisschen weiter. Und wir machen noch ein bisschen Geld, dann wird der Frieden umso schöner. Oder, wenn man die großkopfigen Reden hört, führen sie den Krieg nur aus Gottesfurcht und für alles, was gut und schön ist, wenn man sie reden hört. Aber wenn man genauer hinsieht, sind sie nicht so blöd und führen den Krieg für ihren Gewinn. Und anders würden die kleinen Leute auch nicht mitmachen. Anderes Zitat, sei vernünftig, der Krieg geht noch ein bisschen weiter und wir machen noch ein bisschen Geld. Ach so, der Frieden wird umso schöner, habe ich gesagt. Der Feldwebel noch, man merkt, hier ist zu lange kein Krieg gewesen. Wo soll da die Moral herkommen, frage ich. Frieden, das ist Schlamperei. Erst der Krieg schafft Ordnung. Mehr, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht noch seine Bemerkung zur Industrie, die heute, wenn wir Rheinmetall und ähnliche Betriebe nehmen, wenn man bei Rheinmetall in der Lüneburger Heide ist, das ist erschreckend, dieses Riesengebiet, der größte Truppenübungsplatz Europas und da drin Rheinmetall mit angrenzenden Feldern, mit einer Schusslänge von 2 oder mehr Kilometern, wo dann die Leopard 2 und so weiter ausprobiert werden. Brecht darüber, die Industrie ist eine imperialistische, da profiterzeugende, auf Militarismus angewiesene. Die unerhörte Rationalisierung wirft das Proletariat auf die Straße, von wo es die Militärs in die Kasernen und in die Fabriken hereinholt. Der Zweite Weltkrieg steht bevor. Ich fürchte heute der Dritte dazu. Nach dem Film, ich denke, die Diskussion sollten wir so lange zurückstellen, falls dann überhaupt noch jemand in der Lage und bereit ist zu diskutieren. Dazu nur noch von Christa Wolf und damit höre ich auf. Wann Krieg beginnt, das kann man wissen. Aber wann beginnt der Vorkrieg? Falls es da Regeln gibt, müsste man sie weitersagen. In Ton, in Stein eingraben, überliefern. Was stünde da? Da stünde unter anderen Sätzen, lasst euch nicht von den eigenen täuschen.
das sei weitergegeben nach Berlin. Damit zum Film.